nach Epiphanias, den wir hier am Freitagabend für Sie in unserer Kirche aufgenommen haben, weil die Pandemie leider noch keine Präsenzgottesdienste zulässt. Der Wochenspruch steht in Johannes 1, Vers 16 und lautet: Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst, auch wenn wir ihn leider nicht gemeinsam feiern können. Singen Sie zu Hause alle kräftig mit, das wäre doch toll. Wir feiern auch diesen Online-Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, der uns allen das Leben gegeben hat, und im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns als Heiland auf diese Erde gekommen ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns alle, die wir diesen Gottesdienst sehen, segnen und geleiten möge, auch und gerade durch die Corona-Krise hindurch. Amen. Wir singen nun als Eingangslied, das uns ja noch an das weihnachtliche Geschehen erinnern möchte, unter der Nummer 52, die kurzen Verse 1 bis 6. Wisst ihr noch, wie es geschehen? Predigtext und auch der vorgeschlagene Psalm nimmt darauf Bezug. Er ist leider nicht im Gesangbuch abgedruckt. Ich lese uns Psalm 105, die Verse 1 bis 8. Das Lob Gottes für seine Heilstaten in Israels Frühzeit.
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern, singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit, gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt, er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Amen. Wir singen nun die ersten beiden Strophen: In Christus ist mein ganzer Halt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diesen neuen Tag geschenkt hast, und wir bitten dich, behüte und bewahre du uns vor schweren Krankheiten und Enttäuschungen, vor Einsamkeit und Unzufriedenheit. Leider müssen wir dir auch bekennen, dass wir im Verlaufe der letzten Woche nicht immer auf deine Stimme geachtet und zu wenig an dich und auch an unseren Nächsten gedacht haben. Wir haben lieber auf unsere eigene Stimme gehört, auf die Stimme des Egoismus und unseres Vorteils, auf die Stimme der Abschottung und der Gleichgültigkeit. Hilf uns, Herr, dass wir wieder mehr auf dein Wort hören, und verzeihe uns unsere Sünde und Schuld. Herr Gott, erbarme dich. Der allmächtige Gott will sich unser erbarmen und ruft uns in Jesaja 43 zu: Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wir singen von dem angefangenen Lied die Verse 3 und 4 und hören danach die Schriftlesung. Musik.
legten ihn ins kühle Grab. Dunkel umfing das Licht der Welt, doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein und er ist mein, mit seinem Blut macht er mich rein. Nun hat der Tod die Macht verloren, ich bin durch Christus neu geboren, mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzug. Ich lese aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun aus dem Epiphanias-Lied 66, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, die Verse 1 bis 3 und 8. Thank you.
Unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext wird uns heute Morgen eine Wundergeschichte aus dem Johannesevangelium vorgeschlagen. Susanne Baum hat sie uns eben schon vorgelesen. Ich lese uns noch einmal Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 nach der Lutherbibel 2017. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dabei. Jesus aber und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Johannes, liebe Gemeinde,
berichtet uns zunächst von einer großen Hochzeit, zu der auch Jesus und seine Mutter und seine Jünger eingeladen waren. Solche Hochzeiten konnten bis zu 7 Tage dauern. Es muss sich wohl um ein wohlhabendes Haus gehandelt haben, denn die Familie konnte sich einen Speisemeister, also einen Oberkellner, leisten. Der Wein ging plötzlich aus, ein durchaus nachvollziehbares Ereignis, denn damals waren auch alle Fremden als Gäste willkommen. Und daher konnte man nicht die genaue Teilnehmerzahl der Hochzeitsgesellschaft berechnen. Maria bekam diesen Engpass mit dem Wein mit und sagte es Jesus. Warum Maria dies gerade dem Jesus erzählte, können wir nur vermuten, liebe Gemeinde. Wusste sie vielleicht von Jesu besonderer Vollmacht oder wollte sie ihn sogar zu einem Exempel seiner Messianität drängen? Zumindest war Maria davon überzeugt, dass Jesus helfen konnte. Jesus verhielt sich in unserer Geschichte gegenüber Maria nicht gerade vorbildhaft, wenn er zu seiner eigenen Mutter in Vers 4 ziemlich unfreundlich sagte: Frau, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus wollte mit dieser rigiden Zurechtweisung offensichtlich deutlich machen, dass das Wirken Gottes oder seines Messias absolut nicht in der menschlichen Verfügungsgewalt stehe. Wann diese Stunde da ist, darüber entscheidet kein Mensch, auch nicht Maria, die leibliche Mutter des Herrn, sondern allein Gott. Gott also bleibt auch für den neutestamentlichen Menschen unverfügbar. Dieses spezifische Gottesbild kennen wir schon aus dem Alten Testament, besonders aus den 10 Geboten. Gott will im Gegensatz zu allen anderen Gottheiten unbedingt unverfügbar bleiben. Deshalb dürfen ihn die Menschen nur bildlos verehren und auch sein Name, Yahweh, nicht, wir deuten ihn, ich bin für euch da, gibt ja nur wenig von Gottes Walten unter uns Menschen preis. Gerade diese Unverfügbarkeit des Göttlichen machte Jesus bei seinem ersten Wunder deutlich, indem er einen klaren Trennungsstrich zwischen sich und seiner Mutter zog. Und auch Jesu tun soll und darf nicht von der Verfügungsgewalt irgendeines Menschen abhängig sein. Maria aber ertrug diese Demütigung gelassen und sagte zu den Dienern, sie sollten das tun, was Jesus befehle. Und dann vollzog Jesus in den Versen 6 bis 10 das Verwandlungswunder, wobei ja gar nicht exakt beschrieben wurde, wie sich das Wunder eigentlich ereignete, sondern nur, dass der Oberkellner verwundert tadelte, man hätte doch diesen exzellenten Wein zum Anfang des Festes reichen sollen und nicht am Ende, als schon viele fast betrunken waren. Der letzte Vers 11, liebe Gemeinde, unseres Textabschnittes, ist für uns besonders wichtig. In ihm beschreibt Johannes die theologische Absicht und Deutung dieser Wundererzählung. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes verstand das Wunder als Zeichen der Messianität Jesu. Ein Zeichen hat ja auch heute noch demonstrativen Charakter. So will das Zeichen
in dieser Geschichte auf die Vollmacht des Gottessohnes aufmerksam machen. Solche Zeichen sollen Hilfen zum Glauben sein. Ja, sie sollen zum Glauben führen an Jesus als den Gottessohn, als den Messias, als den Erlöser. Wunder, die waren gerade in der Antike sehr beliebt. Wer sich nicht durch spezielle Wunder legitimieren konnte, dessen Botschaft galt damals nicht viel. Der war schnell weg vom Fenster und Heilsbringer gab es in Hülle und Fülle. Ohne besondere Wundertaten war man einfach, liebe Gemeinde, nicht konkurrenzfähig mit den unzähligen anderen Heilslehren, von denen etliche aus dem Orient kamen und die Bewohner des westlichen römischen Imperiums mit großer Zauberkraft anzogen. Es gab viele wundersame Mysterienreligionen, in die nur bestimmte Leute in die geheimen Riten eingeweiht werden konnten. Und das schuf dann ein elitäres Religionsbewusstsein. Und diese Eingeweihten konnten sich leicht von der breiten, von der unwissenden Masse abheben. Menschen in der Antike wollten unbedingt Zeichen und Wunder sehen. Das gehörte zu ihrer Lebenswelt, das gehörte zu ihrem Erfahrungshorizont. Und deshalb mussten auch die christlichen Missionare darauf Rücksicht nehmen. Aber wie ist es bei uns, liebe Gemeinde? Sind wir als rational denkende Menschen des 21. Jahrhunderts überhaupt noch auf Wunder eingestellt? Wir versuchen heutzutage, die Wunder wissenschaftlich zu erklären. Und wir wollen, wie damals der Marburger Theologe Rudolf Bultmann, die Wunderwelt der Bibel entmythologisieren. Und das ist auch durchaus verständlich. Denn die Bereiche von Glaubenserfahrung und von Lebenswirklichkeit sollten doch nicht so stark auseinanderklaffen. Aber kommt der heutige Mensch ganz ohne Wunder aus? In unserem Sprachgebrauch übrigens kommt dieser Begriff noch häufig vor. Wunderbar, wundersam, wunderlich, Wunder der Liebe, Wunder der Technik, Wirtschaftswunder und natürlich das Fußballwunder von Bern 1954. Ich möchte in diesem Zusammenhang zu bedenken geben. Wunder, liebe Gemeinde, das sind keine kollektiven, berechenbaren und verfügbaren Erfahrungen. Wunder, die können immer nur individuell und existenziell erlebt werden. Wunder kann man auch nicht akademisch diskutieren oder wissenschaftlich verifizieren, sondern man muss sie persönlich erleben und am eigenen Leibe erfahren. Wer von einer eigentlich unheilbaren Krankheit doch noch genesen ist, der wird gewiss von einem Wunder sprechen. Wer aus einer ausweglosen Situation kurz vor dem Ende wieder alle Hoffnung plötzlich und unerwartet doch noch gerettet wurde, der wird gewiss nicht über einen Zufall spekulieren, sondern voller Freude an ein Wunder glauben. Für unseren heutigen biblischen Glauben brauchen wir eigentlich keine speziellen Legitimationswunder mehr, wie wir sie hier am Beispiel der Hochzeit zu Kana vorgeführt bekommen. Was hätten wir jetzt davon, dass damals aus Wasser Wein entstanden ist? Aber wir müssen uns doch vor Augen halten, dass das Zentrum unseres christlichen Glaubens und unserer biblischen Hoffnung, nämlich dass Jesus
von den Toten auferstanden ist und dass wir dadurch die Gewissheit eines ewigen Lebens haben, auch in dem Bereich eines Wunders fällt, das für uns rational so nicht vorstellbar ist und bislang auf unserer Erde ohne Analogie, also ohne Entsprechung geblieben ist. Daher würde ich gerne, liebe Gemeinde, das Wort Wunder durch den Begriff Glauben ersetzen. Und damit komme ich wieder auf unseren Predigttext, auf den so wichtigen Vers 11. Entscheidend ist ja nicht das Wunderzeichen, dass also Wasser in Wein verwandelt wurde, sondern dass die Jünger an Jesus glaubten, an seine Vollmacht, an seine Herrlichkeit, an seine Messianität. Unsere heutige biblische Besinnung will uns wieder dazu einladen, uns mit der Frage des Glaubens auseinanderzusetzen, uns auf die biblische Botschaft einzulassen, uns an Jesus Christus festzumachen, in ihm, wie wir es eben gesungen haben, unseren ganzen Halt zu sehen und ihn letztendlich mit dem Heidelberger Katechismus als einzigen Trost im Leben und im Sterben zu bekennen. Glauben müssen wir schließlich alle, liebe Gemeinde, ob wir es wollen oder nicht. Nämlich immer dann, wenn wir von bestimmten Menschen abhängig sind. Wir vertrauen auf die Kunst der Ärzte während der Operation oder auf das handwerkliche Geschick des Installateurs, wenn er uns die Gasheizung anschließt. Wir lassen uns auf Menschen ein, die wir gern haben, und nehmen ihnen ab, ungeprüft, was sie uns erzählen. So sind also Glauben und Vertrauen unerlässliche Grundgegebenheiten menschlichen Lebens. Wer nicht irgendeinem Menschen Vertrauen schenken kann, wer immer nur von starkem Misstrauen geängstigt ist, der ist eigentlich psychisch krank, wenn nicht sogar sozial tot. Der Mensch ist, wie es damals schon der griechische Philosoph Aristoteles zu Recht formuliert hat, ein Zoon Politikon, ein Animal Sociale, ein Lebewesen, das unbedingt auf Gemeinschaft angewiesen ist. Und jedes soziale Verhältnis basiert auch auf Glauben und Vertrauen. Die allermeisten Menschen vertrauen auch in unserer scheinbar aufgeklärten Zeit irgendwelchen Kräften und höheren Wesen. Sie sprechen von der Natur oder von der Vorsehung. Sie zitieren das Schicksal oder nennen esoterische Geistgrößen. Jeder Mensch, ob Atheist oder Theist, weiß, dass er das Leben letztendlich nicht voll in seiner Hand hat. Spätestens bei der Frage von Sterben und Tod spürt er, dass er einer stärkeren Kraft ausgeliefert ist. Auch wir als Christen wissen, dass wir in letzter Konsequenz nicht die eigentlichen Herren über unser Leben sind. Und hier setzt dann unser christlicher Glaube ein. Wir fühlen uns nicht abhängig von einem blindwütigen Schicksal oder von den Launen der Natur oder von den Zufällen des Lebens. Als Christen wissen wir, dass wir in der Hand unseres Herrn und Heilandes stehen und bekennen mit Paulus in Römer 8, dass uns nichts, aber auch gar nichts von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dies ist wohl für uns das Entscheidende bei unserem Textabschnitt. Die Jünger glaubten damals ihrem Meister umso mehr wegen seiner Fähigkeit, etwas Übernatürliches zu bewirken. Das Wunder bei der Hochzeit zu Kana hatte ihren Glauben, der aber schon vorher vorhanden war,
nur noch verstärkt. Wir glauben als Christen auch im Jahre 2021 an Jesus, weil wir die Zuversicht haben, dass er uns im Tode nicht alleine lässt und dass er uns eine Perspektive für die Ewigkeit geschenkt hat. Glaube ist auf unserer Erde stets ein angefochtener Glaube. Er bleibt zerbrechlich und wankend. Er muss immer wieder, liebe Gemeinde, in allen Krisen neu bestätigt und erfahren werden. Der bekannte evangelische Theologe Gerhard Ebeling formulierte einmal den Satz: Glaube ohne Anfechtung ist toter Glaube. Und seine Fragen dazu gelten auch uns, finde ich, nämlich, ob wir es vielleicht darum heute so schwer haben, zu erfassen, was Glaube ist, weil wir so wenig wirklich angefochten sind, oder ob die Anfechtung in der Tiefe uns darum so unbekannt ist, weil wir dem Glauben so fern sind. So möchte uns dieser Predigttext, liebe Gemeinde, wieder neu ins Bewusstsein rufen, dass Glaube keineswegs für immer und ewig halten muss. Nein, Glaube ist kein fester Besitz, sondern er muss unter den Wechselfällen des Lebens immer wieder neu errungen und neu durchlebt werden. Aber in letzter Konsequenz dürfen wir auch wissen, dass Glaube nicht von menschlicher Leistung oder von unserem Denken abhängt, sondern einzig und allein ein Geschenk unseres Gottes ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Wir beten mit Lied 357, Vers 5: So weiß ich, was ich glaube. Ich weiß, was fest besteht und in dem Erdenstaube nicht mit als Staub verweht. Ich weiß, was in dem Grauen des Todes ewig bleibt und selbst auf Erdenauen schon Himmelsblumen treibt. Amen. Wir singen dieses Lied 357, die Verse 1 und 3 bis 5. Thank you.
leuchten hier und dort. So weiß ich, was ich glaube, ich weiß, was fest besteht, und in dem Erdenstaube nicht mit als Staub verweht. Ich weiß, was in dem Grauen des Todes ewig bleibt, und selbst auf Erden Auen schon Himmelsblumen treibt. Ja, liebe Gemeinde, wir wollen Fürbitte halten. Herr, wir danken dir, dass du uns den Glauben geschenkt hast, auch wenn es uns manchmal schwer fällt, deinem Wort uneingeschränkt zu vertrauen, angesichts auch der eigenen Nöte, die uns zu schaffen machen. Aber du hast uns eine Hoffnung gegeben, die weiterführt, auch über unsere momentanen Schwierigkeiten hinweg, bis hin in deine Ewigkeit. Herr, wir bitten dich, bewahre uns vor dieser schrecklichen Pandemie und schenke du uns bald wieder mehr gemeindliches Leben, wenn die Inzidenzzahlen zurückgehen und viele geimpft sind. Herr, wir bitten dich für alle Krisenherde in dieser Welt. Hilf, dass der Terror und die Kriegshandlungen gestoppt werden. Herr, wir bitten dich für alle diejenigen, die krank oder einsam sind, die kraftlos und ohne Hoffnung ihr Leben verbringen müssen. Stärke du sie wieder mit deinem Wort und mit unserer Hilfe. Und wir beten in der Stille ein jeder für sich. Herr, erhöre du unsere Bitten. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Christus selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie immer möchte ich allen herzlich danken, die diesen Online-Gottesdienst möglich gemacht haben. Vor allen Dingen dem Jonathan Bürger und dem Thomas Roth für die Aufnahmetechnik, dem Markus Hartmann für die Orgelbegleitung, dem Thomas Schorsch, unserem Gemeindepfarrer, für den Gesang und dem Ehepaar Baum für ihre jeweiligen Dienste, namentlich auch Susanne für ihren Lektorendienst. Ich wünsche uns allen, auch wenn es Freitagabend ist, einen gesegneten Sonntag und eine gute und neue Woche, und bleiben Sie bewahrt und behütet in dieser Corona-Krise. Wir singen zum Schluss Lied 69, 1 bis 4, das bekannte Epiphanias-Lied, der Morgenstern ist aufgedrungen, alle vier Strophen, und hören danach das Orgelnachspiel von Markus Hartmann.